Willkommen zu Let's Play Pokémon Ultra Sonne! Vor einem Jahr wurde mit Pokémon Sonne und Pokémon Mond die 7. Pokémon-Generation eingeläutet und damit sind wir noch nicht ganz fertig. Es wurde keine klassische Spezialedition, wie es viele vermutet hatten, aller Pokémon Sterne. Nein, Ultra Sonne und Ultra Mond sind Alternativerzählungen, keine Fortsetzungen, wie beispielsweise Pokémon Schwarz 2 oder Weiß 2. Man erlebt die Geschichte neu und anders. Es gibt einige Änderungen. Ob es sich wirklich lohnt, dieses Spiel zu kaufen, nachdem man Sonne oder Mond durchgespielt hat, erfahrt es in meinem Let's Play, würde ich sagen. Man hat sich aber Mühe gegeben, dass es, naja, kein billiger Abklatsch ist. Nicht umsonst sind es wieder Zwillingsepisoden und es sind die letzten Pokémon-Editionen auf dem Nintendo 3DS. Es ist ja schon confirmed, dass es danach auf der Nintendo Switch weitergehen wird. Und jedes Jahr, bis auf eine Ausnahme in den letzten Jahren, ne, 2015, gab es ja seit 2009 jedes Jahr ein Pokémon-Spiel, eine Edition vor allen Dingen. Tja, ich freue mich schon darauf, was wir in einem Jahr machen werden. Und ihr seht, das Ultra im Namen, das kommt von den Ultra-Bestien, aber Necrozma spielt hier eine große Rolle. Ich habe mich für Ultra Sonne entschieden, einfach weil ich ein bisschen Abwechslung reinbringen wollte. Wir hatten Mond gezockt vor einem Jahr und nun also Ultra Sonne. Ich freue mich drauf und let's go, press start. So, meine Lieben, bei der Auswahl der Sprache werde ich garantiert keine Experimente wagen. Aber ich finde es natürlich toll, dass genauso wie bei Sonne Mond schon eine so vielseitige Lokalisierung stattgefunden hat. Vor allem auf dem unteren Bildschirm. Warnung! Die Wahl der Sprache ist endgültig und kann später nicht mehr geändert werden. Wenn du dir nicht sicher bist, lass dir bitte von jemandem helfen. Steht halt auf Deutsch da. Das heißt, wenn du kein Deutsch kannst, steht ja da, dass du dir hier helfen lassen sollst. Okay, ich bin mir sicher, das ist endgültig. Wir spielen auf Deutsch. Einstellung gespeichert, das hätten wir geklärt. Video Call! Du erhältst einen Anruf von Professor Kokui aus der Alola-Region. Wo zum Teufel ist denn das? Hey, Champ! Ist doch legit, das zu sagen, oder? Einen Augenblick. Winke, winke. Tag auch. Es dauert nicht mehr lange, bis du nach Alola ziehst. Die Alola-Region besteht aus mehreren Inseln. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es hier so viele seltene Pokémon gibt. Die Alola-Region ist die Heimat vieler Wesen, die Pokémon genannt werden. Pokémon sind wirklich einzigartige Lebewesen. Sie halten sich im hohen Gras auf, in Höhlen, am Himmel, im Meer, einfach überall. Pokémon und Menschen helfen einander aus und leben in Harmonie miteinander. Manche Leute werden zu Pokémon-Trainern und lassen ihre Pokémon gegeneinander kämpfen. Wuffels, Wummel, ich spiele nachher mit euch, okay? Wartet bitte noch ein bisschen. Okay, und gehen weg. Natürlich. Vorbildliche Haustiere. Ich hätte ein paar Fragen an dich, um den Leuten in Alola mehr von dir erzählen zu können. Welches dieser Fotos stammt gleich nochmal von dir? Kommt davon, wenn du so viele Bilder dir schicken lässt von irgendwelchen Leuten, ne? Was die Geschlechterfrage angeht, ich will ja eigentlich abwechslungsreich bleiben und habe jetzt in vielen Pokémon-Let's Plays nacheinander immer den Boy genommen. Es ist halt einfach so, wenn ich nur so einen Pixelhaufen steuere bis zur 5. Generation, dann macht das für mich keinen Unterschied, da können wir wechseln. Aber ich finde, seit der 6. Gen ist es dann doch schon, ne, es bewirkt, die Kleider sind anders und man ist halt viel femininer oder maskuliner in dem Falle. Und deswegen würde ich gerne an dieser, in Anführungsstrichen, realistischen Generation dann doch den Jungen weiterhin spielen. Es ist ja ein anderer wie in Sonne und Mond, deswegen ist es verzeihlich. Ich hatte auch überlegt, ob ich den Blondie spielen soll, aber der kommt mir am nächsten und deswegen bin das ich. Gut, und könntest du nochmal deinen Namen für mich buchstabieren? Ah, möchtest du auf YouTube mal gucken nach mir? Gut, dann suche nach Ö. LP. So, und dann schön Groß-Kleinschreibung beachten. Ja, mein DS hat ja echt eine Macke. Ich drücke schon fast beim T und es landet immer auf dem E. Haben wir bei Yo-Kai Watch schon beobachtet, das Phänomen. So. Das war eine Geburt. Let's Play Markus, habe ich das richtig notiert?
Schön, dass du jetzt weißt, mit wem du eigentlich redest. Alles klar, ich habe jetzt alle Infos, die ich brauche. Let's play Markus. Toll, der Name haut rein wie ein Tropenkick. Ich freue mich schon drauf, dich persönlich willkommen heißen zu dürfen. Du und dein Zahnpasta-Lächeln, im Ernst. Bling! So. Hey, Let's Play Markus, hilfst du mir bitte bei den Vorbereitungen für... Hilfst du... Hey, Let's Play Markus, hilfst du mir bitte bei den Vorbereitungen für den Umzug? Komm endlich mal weg von deiner Kiste. Immer hängst du nur am PC, skypst und guckst dir YouTube-Videos an und liest Zeitschriften, in denen es um Folgendes geht. Wenn ich das so sehe, habe ich ein merkwürdiges Déjà-vu. Ja, also eine ähnliche Geschichte, etwas verändert erzählt. Damals bei Let's Play Pokémon Mond wussten wir gar nicht, was hier abgeht. Jetzt wissen wir immerhin schon, das ist Lily, die in der Aether Foundation irgendwie Probleme hat. Und die sind doch wohl neu. Dem Pokémon in der Tasche gefällt das nicht. Es können halt auch Leute zocken, die halt Sonne Mond noch nicht gespielt haben. Und deswegen geht's los mit Pokémon Ultrasonne! Presented by Game Freak. 3 Monate später. Ja, 3 Monate Kündigungsfrist. Typisch Vermieter. Aber jetzt wohnen wir hier in Alola. Immer noch dasselbe Fleckchen? Okay. Ich werde das Spiel wohl öfters mal mit Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 vergleichen, wo man ja auch darauf bedacht war, die maximalen Veränderungen zu erzielen. Da startete man aus einem ganz anderen Anfangsdorf und wohnte ganz woanders. Das ist jetzt hier zwar nicht so, aber ist auch nicht weiter dramatisch. Ich wollte es nur festhalten. Ach, kannst du sie auch spüren? Unser erster Tag unter der Sonne von Alola. Ihre Strahlen sind ja so schön warm und hell. Na gut, es wird Zeit, die Umzugskartons auszupacken. Mauzi, gehst du bitte Let's Play Markus holen? Mauz. Das klingt so, als sollte ich helfen, Kartons auszupacken. Wie sehe ich denn aus? Ich mache meinen eigenen Kram, mein eigenes Zimmer. Ja, und du den Rest, alleinerziehende Mutter. Vor allen Dingen schon top eingerichtet. Mautz. Die Nintendo Switch steht natürlich da. In Sonne Mond war es noch eine Wii U, oder? Und natürlich schlafe ich ohne Bettdecke. Wie schon in Yo-Kai Watch. Immer wieder. Ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht. Mautz. Oder bei Tag schlafen. Es ist verdammt hell. Achso, ich kann aufstehen. Und mein Licht ist an. Ich muss die Nacht voll eingeratzt sein. Mutter hat bestimmt total Party gemacht. Ja, und ich habe meine Umzugskartons fertig ausgeräumt. Sieht man doch. Nee, da stehen noch welche rum. Das ist dein neuer Kleiderständer, den du erst kürzlich spendiert bekommen hast. Und die Sachen darauf darfst du nicht nehmen. Haha. Du schaust in das Notizbuch, das dein Vater dir gegeben hat. Abenteuerregel Nummer 1, drücke den X-Knopf, um das Menü zu öffnen. Und Nummer 2, drücke dann den Y-Knopf, um dein Spiel zu sichern. Ja gut, bisher habe ich nur Optionen. Die Switch! Das ist ein Autogramm, das du von einem Arenaleiter der Kanto-Region bekommen hast. Darauf steht, viel Glück, Rekrut. Wer ist es denn dann? Giovanni? Klingt eher nach Major Bob, aber... Na denn... Das ist eine Heimkonsole, die man sogar nach draußen mitnehmen kann, um dort zu spielen. Wir sind von Nintendo, hier der Amazon-Link. Spaß, so ist Nintendo gar nicht. Ist ja auch schön so. Na, du hast doch auch schon gut ausgeräumt. Du wirst ja jetzt keinen Anton schieben wegen den letzten 2 Kartons. Du hast tief und fest geschlafen, was? Jetzt strotzt du sicher nur so vor Energie. Schau mal aus dem Fenster, hier ist es schon Mittag. Kein Wunder, Alola und Kanto liegen schließlich ganz schön weit voneinander entfernt. Ja, totaler Jetlag.
Und Let's Play Markus, freust du dich schon auf Alolas Pokémon? Geht's und wie? Das lobe ich mir. Ich würde ja auch viel lieber rausgehen, als hier die Kartons auszuräumen. Wir leben jetzt schließlich in der Alola-Region, einem Inselparadies, das viele Touristen anzieht. Die macht Anton wegen ihren Kartons. Warte nur ab, wenn du erstmal abspülen musst. Oh, 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 was eine Arbeit. Ich denke auch, weil sie hier ins Urlaubsparadies zieht, muss die gar nichts mehr machen, keinen Finger mehr rühren. Ja, ja, Haushalt wird geschmissen. Da werden auch die einheimischen Pokémon bestimmt alle total lieb sein, ganz sicher. Ultrabestien. Aber weißt du was? Ich denke, du solltest nach draußen gehen und das selbst herausfinden. Am besten holst du gleich deine Sachen und machst dich fertig. Deine Mütze und dein Beutel hängen am Kleideständer in deinem Zimmer. Ach, und vergiss nicht, einen Blick in deine Abenteuerfibel zu werfen. Ich glaube, sie liegt auf dem Schreibtisch. Hätte ich alles schon erledigt, wenn das Spiel mich gelassen hätte. Gut, her damit. Du schnappst dir deine Mütze und deinen Beutel. Ja, gute Sneaker. Was ich auch nicht kann, da habe ich vielleicht eine Macke oder ich mache es halt ungern, ja, armfrei. Also ich brauche ein bisschen Ärmel. Noch nicht mal lange zwingend, aber Kurzärmel habe ich normalerweise immer. Gut, ich weiß auch nicht, wie viel Krater ist. Bei so einer Bullenhitze könnte man sich das schon angewöhnen eventuell, aber eigentlich mag ich das nicht. Sieht so aus, als wärst du bereit. Sei vorsichtig, wenn du an einem hohen Gras vorbeikommst, hörst du Let's Play Markus. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch ein Pokémon im Haus hätten. Jetzt schau dich aber erstmal in Ruhe um. Warum stattest du nicht Lili einen Besuch ab? Mautz! Mautzi will mit. Lili ist natürlich das nächste Dorf. Oder der nächste Ort, klingt besser. Möchte ich nur dazu sagen, natürlich können auch alle einsteigen, die nicht Sonne, Mond gespielt haben oder gesehen haben. Absolut einsteigerfreundlich. Wie bist du bloß an diese Immobilie gekommen? Ach, Professor Kukui hat wohl geholfen. Hier geht es nicht nach... Obwohl... Stopp! Hier sind wilde Pokémon mit total gefährlichen Attacken unterwegs. Wuff! Und du beschützt uns mit einem Wuffels. Ich darf da nur nicht lang. Ich muss links entlang. Ja, aber für ein 3DS-Spiel sieht es natürlich absolut knorke aus. Und die Arbeit für diesen Nachfolger oder Alternativversion von mir aus hielt sich auch in Grenzen, wenn die ganze Alola-Region schon geschaffen war. Man musste nur stellenweise was verändern und so, also schnell gemachtes Geld. Nintendo verzichtet ungern auf seine jährlichen Pokémon-Weihnachtseinnahmen. Ist ja so. Wohin der Weg dich auch weht, mit gedrücktem B-Knopf es schneller geht. Wie gefällt dir mein Lied? Das stürmt die Charts. Definitiv. Route 1. Hier geht auch eine Menge ab in der Ecke. Na, wie ist die Aussicht, Digga? Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Inzwischen kann man mit Pokémon... kann man sich mit Leuten aus der ganzen Welt treffen und gemeinsam Spaß haben. So wird jeder Tag zu einem Festival. Ich hab schon so viel Pokémon im Kopf, dass ich Pokémon vorlese, auch wenn gar nicht Pokémon dasteht. OMG. Hohes Gras! Irgendetwas bewegt sich im hohen Gras. Es kommt immer näher. Oh nein. Ein wildes Mewtwo! Mango! Oder? Nein! Ach, es ist doch nur ein wildes Lugia. Hey! Was macht ihr drei denn hier? Bauhu! Oh verdammt, drei Gegner auf einmal. Ja dann, Rückwärtsgang. Toll, kriegt ihr jetzt Erfahrungspunkte? Zäh, die laufen einfach rum. Irgendein Trainer hätte die sich garantiert geschnappt. Hey! Kukui, alte Socke! Sag mal, dich kenne ich doch von irgendwoher, aber sicher doch, Let's Play Markus, stimmt's? Alles in Ordnung bei dir? Ja, dank der Pokémon. Ah, ich weiß. Die haben ja nichts gemacht, die haben sich nur schützend vor mich gestellt und ja. Stimmt, jetzt wo du es sagst, da warst du bestimmt von den Socken, wie? Passiert ja schließlich alle Tage, dass wir aus dem Nichts Pokémon auftauchen, um einem zu helfen. Um es mit einer Pokémon-Attacke auszudrücken, du musst dich gefühlt haben wie an deinem Ehrentag, habe ich recht? Ehrentag? Was war das für eine Attacke? Technik höchstens, ja?
Wir kennen uns zwar schon, aber ich will mich nochmal persönlich vorstellen. Ich bin Professor Kukui und heiße dich bei uns in Alola willkommen, einem wahren Paradies für Pokémon. Hier in Alola leben Menschen und Pokémon miteinander in Harmonie und helfen sich gegenseitig. Solange du ein Pokémon an deiner Seite hast, stehen dir in Alola alle Türen offen. Dann kann auch nichts passieren, wenn du im hohen Gras von wilden Pokémon angegriffen wirst. So, da möchte ich jetzt mal die drei vorstellen, die dir eben aus der Patsche geholfen haben. Zu unserer Linken, da hätten wir zunächst das Pflanzen-Pokémon Bautz. Bautz. Als nächstes Flammiau vom Typ Feuer. Und zu guter Letzt noch das Wasser-Pokémon Robball. Rab. Und jetzt halte ich fest, eines von ihnen wird dein Partner-Pokémon. Toll, oder? Zahnpasta-Lächeln. Vielleicht war das ja auch der Grund, warum sie dir eben unbedingt helfen wollten. Jetzt liegt's an dir. Für welches Pokémon entscheidest du dich? Das ist ja schön. Noch im ersten Part, ihr wisst, in Sonne und Mond war das anders. Das dauerte ein bisschen länger und war halt insgesamt anders. Auch da sieht man schon, ne, mehr oder weniger die Änderungen. Ich bin gespannt am Ende, ne, wie sich, ob die Änderungen gravierend werden. Ich sag mal, auf dem Level bleiben, mehr oder weniger. Wir werden sehen. Also, welches Pokémon soll von nun an dein Partner sein? Ach, die Wahl des Starters, immer eine, ja, eine folgenschwere Entscheidung. Ja, die wichtigste Entscheidung meiner Kindheit. Spaß. Ich will natürlich immer so möglichst verschiedene Teammitglieder nehmen, vor allen Dingen. Und das beinhaltet halt auch die Starter. Ich möchte möglichst vermeiden, Pokémon doppelt zu nehmen, da es halt so viele gibt. Und ja. Was die Starter angeht, wir haben natürlich im Pokémon Sonne und Mond, also in meinem Falle Let's Play Pokémon Mond, Flammiau genommen, das Feuer-Pokémon, die Katze. Damals war es so, dass sich alle gestritten haben, Bautz oder Flammiau, Robball ist ja eh ein bisschen, ja, ich meine, gut, er sieht lustig aus mit seiner Nase, sag ich mal, lustig, Anführungsstrichen, ihr wisst Bescheid. Insgesamt hat Robball damals den meisten Hate abbekommen und die wenigsten haben ihn genommen. Schon im Vorfeld, als die Starter vorgestellt wurden. Und vielleicht sogar deshalb haben die Entwickler dem einfach die besten Werte gegeben. Und generell, ihr wisst, ich bin ein Fan von Wasser-Pokémon. Pflanzen-Pokémon tun sich immer ein bisschen schwer und ich hörte, dass Bautz sogar sich echt schwer tut. Also Flammiau hatten wir ja ohnehin schon. Wisst ihr, fällt deswegen raus. War ganz cool. Auch die letzte Stufe. Hat ein bisschen was Comic-artiges und so. Aber die Wahl fiel ziemlich schwer. Als ich vor ein paar Tagen, Wochen eine Umfrage auf Twitter gemacht habe, wen ich wohl lieber nehmen soll, Bautz oder Robball, war es eine richtige 50-50-Entscheidung inzwischen. Also Robball wird nicht mehr gehatet. Halt auch, weil die letzte Entwicklungsstufe ziemlich reinhaut. Und davon möchte ich mich überzeugen. Zumal ich finde, das Wasser-Pokémon halt immer, also Typ Wasser muss man dabei haben, ist sehr mächtig und... Ich meine, wir brauchen keine VM-Surfer, aber ja, wird dann auch noch zum Typ Fee, was natürlich auch nice ist und viel abdeckt. Prima Rene. Wir nehmen Robball. Ich hätte mit Bautz natürlich ein bisschen mehr Mainstream sein können, aber ja, ich freue mich drauf. Robball ist eine Kämpfernatur und besonders gut darin, Wasserblasen zu erzeugen. Du willst also das Wasser-Pokémon Robball? Ja, ich hätte es von mir selbst nicht gedacht, aber ja. Tut mir ein bisschen leid für Bautz, aber heute ist nicht alle Tage. Die Wahl kommt irgendwann mal wieder. Keine Frage. Bestimmt irgendwann in der 9. Gen einfach zu mitnehmen. Also Remakes erstmal von der 7. Gen sind erstmal wohl nicht angedacht. Aber eines Tages, irgendwie kriegst du ja, in XY war ja auch schon die Wahl zwischen Bisasam, Flumander und Shiggy einfach wieder. Und so kann ich mir das mit denen irgendwann mal vorstellen. Und dann fällt die Wahl auf Bautz. Aber jetzt habe ich mich für Robball entschieden. Mein erstes Teammitglied. Und ich finde ihn gut, Wir geben ihm sogar einen Spitznamen. Ja, warum nicht? Mit den anderen Teammitgliedern weiß ich noch gar nichts. Ich habe gar keine Vorstellung. Das lasse ich auf mich zukommen. Ach komm, das mit dem E ist echt eine Wissenschaft. Ihr denkt, ich bin zu blöd, auf das E zu tippen, aber mein 3D hat einfach einen Fail. Red Nose? Ich dachte an den Red Nose Day. Wobei es auch später nicht mehr zutrifft.
ich habe ja so ziemlich damit angefangen, den Pokémon-Spitznamen in einem Let's Play nach Abonnenten zu geben, aber ich bleibe hier jetzt erstmal Mainstream. Vielleicht verändert sich das ja. Du hast also Robball gewählt. Ihr gebt zusammen ein tolles Team ab. Jetzt bist du ein waschechter Trainer und kannst Pokémon-Kämpfe austragen. Hier, nimm diesen Pokéball. Darin wird sich Robball sicherlich wohlfühlen. Er ist ja nicht ein Pikachu. Habt ihr mitbekommen in dem neuen Pokémon-Film, wo wieder die Anfänge von Ash und Pikachu beleuchtet werden, was Pikachu am Ende macht? Reden. Englisch reden. Ich will nicht zu viel spoilern, aber es gibt tolle Reaction-Videos, wo die im Kino gefilmt haben. Alle, what the fuck? It's because I want to. Es ist halt, naja, Entschuldigung. Und jetzt ab nach Lilii, Let's Play Markus. Ich will dir den Inselkönig vorstellen. Warum denn? Dein Partner Robball ist ein Geschenk vom Inselkönig. Es gehört sich einfach, dass du ihm zeigst, für welches Pokémon du dich entschieden hast. Und wer weiß, vielleicht lässt er zur Feier des Tages zusätzlich noch eine Kleinigkeit springen. Unser Inselkönig ist ein äußerst erfahrener und starker Pokémon-Trainer. Nur wenige können ihm im Kampf das Wasser reichen. Der Haller? Ja gut. Dann werden wir mal bei dem vorbeischauen alsbald. Lilii liegt in dieser Richtung. Ich muss durchs hohe Gras. Aber es ist nicht weit. Robball ist am besten in dem Pokéball aufgehoben, den ich dir gerade gegeben habe. Ach, lass ihn doch nebenher laufen. Wobei das nicht so schnell an Land, ne? Das ist der einzige Grund. Die anderen würde ich laufen lassen. So richtig Hardgold-mäßig. Wäre doch mal was. Das hätten sie machen können. Das wäre geil. Das hätte bestimmt viele auch angeregt. Ich sag mal, die Pokémon begleiten einen wieder so wie in Pokémon Heart Gold und Soul Silver. Wir müssen sie mal wieder bringen. Okay. Natürlich, bleibt nicht aus. Auf der mittigsten Stelle des hohen Grases. Da ist er, der Mangunior. Ich lausche der leicht veränderten Kampfmucke. Ah, das sieht auch nice aus. Das Interface. Ich kann schon Aquaknarre, das ist schön. Das weiß ich ja oft nicht. Also meistens muss man da erst ein paar Level steigen. Ich guck gleich mal, ob Robball überhaupt eher physisch oder spezial ist. Für mehr habe ich mich noch nicht festgelegt. Wir werden ein buntes Team auf die Beine stellen. Ich habe mir immer ein bisschen in die Hose gemacht, ob ich das wirklich schaffe und mal gucken, wen nehme ich denn rein und so. Aber im Endeffekt kommt halt immer was Schönes bei rum. So. Speichern immer direkt auf Y, ne? Wie vorhin gesagt. Ist ja nice. Ja, Robball, Tag! Der kann man jetzt noch gar nicht so sehen. Es sieht ein bisschen mehr nach physisch aus, aber der eine Punkt hat es noch nicht zu sagen. Ja, wenn es gar nicht so relevant ist, dann ist es ja auch Wumpe. Aber eine Aquaknarre ist ja wohl drinne. Vielleicht, weil er physisch wird, eventuell. Wasser-Pokémon sind aber oft spezial. Muss ich dazu sagen. Fallen die Energievorräte, also die KP von allen Pokémon im Team des Gegners auf Null, verliert ihr den Kampf. Die kämpfen da, die versperren den Weg, nehme ich an. Wir schaffen das, wir schaffen das. Halt nur noch ein bisschen durch. Los, Safcon Härtner. Okay, macht ihr mal. Wir schaffen das, halt ein bisschen durch. Okay, ich habe nochmal angetippt. Ich dachte schon. Das müssen wir uns jetzt eine halbe Stunde gönnen. Ah, da hinten Höhlen. Rote 1, in vielerlei Hinsicht die Nummer 1. Das ist schön gesagt. Tipps für Trainer. Pokémon erhalten für gewonnene Kämpfe Erfahrungspunkte und werden so stärker. Ein anderer Weg, um an Erfahrungspunkte zu kommen, besteht darin, Pokémon zu fangen. Ach ja, stimmt, ja. Das ist in der Gen so. Wir haben zuletzt Pokémon Diamant gezockt. Deswegen muss ich alles wieder neu lernen. Nee, sorry, ich bin ja... Es ist alles gut. Wenn ich mein Pokémon mit dem Trank heile, den ich gefunden habe, geht's ihm wieder tipptopp. Man wird gar nicht mehr so an die Hand genommen. Bis jetzt. Das finde ich ziemlich gut. Wie gesagt, das Klischee, dass erstmal eine halbe Stunde Tutorial kommt, das hat viele ja ein bisschen genervt. Und bislang werden wir da ein bisschen mehr an der freien Leine gelassen. So, hier ein fettes Pfund für dich.
das reicht nicht. Also ihr seht, Aquaknarre ist stärker. Trotzdem ein Punkt mehr für Physik. Das reicht für ihn aber trotzdem. Mangunio nehmen wir nicht ins Team. Normal-Pokémon sind mir zu normal und anfällig. Habe ich überhaupt Pokebälle? Ich habe bestimmt gerade welche aufgegabelt. In den Kommentaren wird wieder gehatet. Nee, ich guck mal in den Beutel. Wir haben einen Trank. Und sonst nichts. Noch nichts. Wie? Fragezeichen. Wer bist du denn? Will ich dich kennen? Hey, du! Hast du schon entschieden, welches Pokémon dein Partner werden soll? Das habe ich. Ich bin Tali! Ich wollte unbedingt mit dir zusammen unsere Partner-Pokémon auswählen. Und weil ich es einfach nicht abwarten konnte, bin ich gleich hergestürmt, um dich zu treffen. Robber! Wow, dein Robber ist total cool. Aber warte mal, soll das heißen, dass du dir bereits ein Pokémon ausgesucht hast? Das tut mir jetzt echt leid, Tali. Letztes Mal Markus wurde auf dem Weg hierher in einem kleinen Zwischenfall im hohen Gras verwickelt. Da habe ich ihn sein Pokémon gleich an Ort und Stelle wählen lassen. Na, halb so wild. Vielleicht hat das ja das Schicksal zusammengeführt. Hat euch ja das Schicksal zusammengeführt. Du kannst dich aber immer noch zwischen diesen beiden entscheiden, Tali. Miau, miau. Boah. Das... Was? Naja, er will mich vielleicht nicht zwingend besiegen. Aber sonst hätte ich gesagt, das ist eine blöde Entscheidung. Ich war mir gerade sicher, der nimmt Bautz, aber der nimmt immer den Schwächeren, ne? Also mir gegenüber. Ich bin dem gegenüber im Vorteil. Wie... merkwürdig. Dann entscheide ich mich für dich, Flamiau. Alola, weißt du was? Dass ich mit dir auf Abenteuer gehen würde, hatte ich schon vor Ewigkeiten beschlossen. Wir zwei werden zusammen so viel Spaß haben, ich freue mich schon riesig. Ich dachte halt, dass er genau aus dem Grunde, dass er weiß, welches Pokémon ich nehme, den nimmt, der ihm den Vorteil bringen würde. Aber er hat sich vor Ewigkeiten schon entschlossen, deswegen, okay. Professor, pass bitte gut auf Bautz auf, okay? Das versteht sich doch von selbst, Tali. Aber echt. Also gut, Bautz, zurück in deinen Ball. Das gleiche gilt auch für die anderen. Flamio und ich wollen dich um einen Gefallen bitten. Wir hätten gern, dass du der Gegner in unserem ersten Pokémon-Kampf bist. Tja, das ist wohl eine Stelle für den zweiten Part. Da sehen wir uns alsbald wieder und ja... Wenn das Let's Play gefällt, Daumen nach oben, abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt und bis zum nächsten Mal. Ich sag, bis dann und ciao!